Liebe Freunde, es ist wieder soweit. Sommersemester 2018, meine Kurse für die Ruhr-Universität Bochum. Diesmal, wie so oft, Investition und Finanzierung, abgestimmt auf Professor Paul. Die Themen also, die hier in Investitionen wichtig sind, die in Finanzierung wichtig sind, Kapitalwert, Kapitalerhöhung, Finanzierung, Außen, Innen, Eigen, Fremd, die ganzen Sachen rauf und runter. Dann natürlich Mathematik für Ökonomen, das, was ihr für Dr. Bischof braucht. Schließlich wertorientierte Unternehmensführung, das, was hier prüfungsrelevant und klausurrelevant ist. Außerdem Statistik 2, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Stichprobentheorie, also Konfidenzintervalle, Testtheorie, Bayesche Formel, Binomialverteilung und so weiter und so weiter. Und was haben wir noch? Ach ja, diesmal Lernmemoriertechniken. Das heißt, nicht ein konkretes Fach bespreche ich mit euch, sondern wie lerne ich überhaupt? Wie schaffe ich es, ein Buch von 300 Seiten in 2 Tagen zu lesen? Tutto completo durch. Wie schaffe ich mir 30, 40, 50 prüfungsrelevante Themen ins Hirn, ins Langzeitgedächtnis, und zwar in 4 Stunden, in 5 Stunden. Ja, wie lerne ich also am besten? Wie schaffe ich es, hier Tricks fürs Gehirn zu lernen, damit ich besser lernen kann? Darum geht es in diesem Kurs dann am Ende des Crashkursreigens. Alles klar. Fragen wie immer, ja, an mich, Mail oder Posting hier direkt bei Facebook. Bis dahin.